Jan Marszałkowski und Filip Gogolek sichern sich im ersten Lauf der GT4 Germany am Red Bull Ring die Pole. Marszałkowski erwischt im Aston Martin einen guten Start. Mit Simon Birch, Ivan Ikelczyk und Josef Knopp folgen gleich drei Porsche. Dann ein früher Ausritt von Nils Tröger im BMW. Das Feld rückt in der anschließenden Safety-Car-Phase wieder zusammen. Doch der Restart, der hat es in sich. Irgendwas scheint da bei Marszałkowski mit der Lenkung nicht mehr zu stimmen. Der Aston Martin rollt neben die Strecke. Simon Birch übernimmt die Führung. Und der Däne kommt zur Mitte des Rennens auch führend in die Box. Danny Berndt übernimmt den Porsche und geht vor Finn Zulauf zurück auf die Strecke. Markenkollege Zulauf kommt anschließend nicht entscheidend ran. Mehr als ein Windschattenrennen ist da erstmal nicht drin. Wir werfen einen Blick auf den Gesamtführenden. Michael Schrey ist lange auf Platz 5 unterwegs, schnappt sich dann aber Ferdinand Winter und geht auf Rang 4 vor. Und Winter bekommt sogar noch eine Strafe wegen Überschreiten der Track Limits. An der Spitze dann aber doch noch der Führungswechsel. Zulauf nutzt die erste richtige Chance gegen Danny Berndt und sichert seinem Team damit ganz wichtige Punkte im Meisterschaftskampf, während Michael Schrey seinen vierten Platz rund 5 Minuten vor Schluss an Hendrik Still verliert. Finn Zulauf und Josef Knopp gewinnen den ersten Lauf der ADAC GT4 Germany in Spielberg und halten den Titelkampf damit weiter offen. Danny Berndt und Simon Birch werden Zweite, Enzo Joly und Marc de Fulgencio auf Rang 3.